Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Orsons Island Box von den Orsons. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Orsons Island von den Orsons, das Ganze heute am 2. August erschienen. Wir haben hier eine relativ große Box in so einem zarten, ja, lila, würde ich sagen, lila Ton gehalten. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal hier aufsäbeln. Also, wir haben hier eine Box in lila und auf dieser haben wir dieses aufblasbare Fabelwesen. Also ich frage mich ja schon, seitdem das Cover veröffentlicht wurde, was das hier darstellen soll. Es ist so eine, ja, Mischung aus, keine Ahnung, eventuell Adler mit den Flügeln oder Fledermaus. Dann hier unten hat es solche Tentakel und was das hier dann sein soll, sieht eher so aus wie ein Rüssel eines Insekts. Also ein sehr spannendes Mischwesen. Dann haben wir, das ist kein Sticker, sondern das ist hier aufgedruckt, Orsons Island CD Insel Fototagebuch, Orsons XXL Badetuch, 12 platzende Träume plus Nadel und Postkarte. Also, das ist der Boxinhalt. Hier auf der Seite lesen wir auch wieder Orsons Island. Dann haben wir so pfirsichfarbene Quadrate. Auf der Rückseite alles voll mit Orsons Island. Dann haben wir hier zum Abschluss noch die Credits und hier rechts auf der Seite ein Barcode. So, das Ganze geht dann hier oben auf. Und dann kommen wir auch schon zum Boxinhalt. So, jetzt ist das Ganze leer. Von innen weiß die Box. Packen wir mal zur Seite. So, wir haben hier einmal die Postkarte, dann das Album, das Tagebuch, die Luftballons und das Strandhandtuch. So, nachdem hier diverse Sachen noch in Folie sind, holen wir die mal raus. Also, einmal das Handtuch. Dann die Luftballons. Und natürlich das Album an sich. So, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Wir haben hier ein reguläres Jewelcase. Das Albumcover ist ident wie auch das auf der Box. Also hier dieser lila Hintergrund mit diesem orange-weißen, ja, Aufblas-Tierchen. Auf der Seite sieht das so aus. Roter Schriftzug, Orsons Island. Und auf der Rückseite haben wir dann die Orsons hier in ihrem Paddelboot im Turnsaal, umzingelt von Haien. Einer ist auch noch am Wasserskifahren. Keine Ahnung, wer das ist. Ich erkenne es leider nicht, wer hier Wasserski fährt, weil die vier Herrschaften sitzen ja allesamt im Boot. Dann haben wir hier die Tracklist, die nicht durchnummeriert ist. Meines Wissens sollten es 17 Tracks sein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jawohl, 17 Tracks sind es. Dann haben wir hier noch einen Barcode. Es ist das 5. Album der Orsons. Dann kommen wir zum Booklet. Jawohl, einmal hier diese blasse Dame hier. Und dann haben wir, wie wir es von den Orsons kennen, die Track Lyrics. Etwas schwer zu lesen, da die echt sehr klein gedruckt sind. Also hier so weiß auf rot oder hellgelb auf rot. Jede Menge Text. Weitere Frauenköpfe. Mehr Jungfrauen in diesem Fall im Turnsaal. Weitere Lyrics.
Jawohl. Zum Abschluss gibt es noch hier so Quadrate mit Mustern und Farben. Dann haben wir die Credits zu den einzelnen Tracks. Das ist echt nicht leicht zu lesen. Also wir haben hier zu jedem Track die Info, wer hier beteiligt war. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch Grüße. Dann diese drei Damen hier in diesen wunderbaren Outfits. Und zum Abschluss gibt es dann noch die Credits zum Album. Jawohl. Dann hier noch ein Foto aus dem Track Grille, nehme ich an. Hat er so geheißen? Moment. Ja, oh ja. Grille hieß der Track. Also wen das Video zu diesem Track auch so verstört hat wie ich. Ja. Also dieses Foto sagt eigentlich schon alles. Genau so ungefähr sieht es dann auch im Video aus. Dann kommen wir zur Album-CD. Die ist ebenfalls wieder in lila und rot gehalten. Und auf der Rückseite haben wir hier wunderbare Blumen. Orchideen, wenn ich mich nicht täusche. So, dann haben wir etwas Besonderes. Das sieht man relativ selten in Boxen. Und zwar haben wir hier einen ganzen Beutel voll mit Luftballons. Die waren hier so gebrandet, Orson's Island. Und wenn ich es richtig verstanden habe, haben wir dann hier etwas aufgedruckt. Genau, also hier steht zum Beispiel Erfolg oder auch, was lesen wir hier? Wünsche, Freude, aber auch Reichtum. Und da gibt es dann, das ist auch spannend, Vinyl, gut. Da gibt es dann diverse Infos. Okay, jetzt, ich glaube, jetzt verstehe ich das, warum hier auch teilweise so abwegige Wörter stehen. Denn wir haben hier einerseits so Sachen wie Reichtum, Wünsche, Erfolg und so weiter, aber dann auch Sachen, die es scheinbar nicht in die Box geschafft haben. Also zum Beispiel ein T-Shirt, ein Poster, Sticker oder eine Vinyl. Also die kann man dann auch zerplatzen. Das Ganze funktioniert so, ihr blast diese Luftballons auf und dann habt ihr hier diese rote Nadel, die hier vorne noch gesichert ist mit einer Plastikhülle. Dann kann man das hier wahrscheinlich irgendwie abziehen, auch wenn ich es jetzt gerade nicht schaffe. Nicht mal mit den Zähnen. Ja, keine Ahnung, bei mir ist das ziemlich fest. Ich habe jetzt zumindest hier oben mal ein Stück wegreißen können. Bedeutet, diese Nadel ist dann doch einsatzbereit. Und dann könnt ihr wunderbar eure Träume, eure Luftballonträume platzen lassen. Dann haben wir mit dabei, das gab es schon öfter, ein Strandtuch, ein Handtuch, ein Badetuch, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Ist relativ groß, deswegen sage ich dazu Badetuch. Das Ganze kommt wieder in lila und dann haben wir einen orangen, das ist nicht aufgedruckt, sondern einen orangen Stick. Also es ist hier dann reingestickt. Wir haben hier zwei Beine, die hier aus dem Wasser ragen. Darunter lesen wir Orson's Island. Ansonsten ist das, glaube ich, komplett in diesem lila Ton gehalten. Jawohl. Der Stick kommt dann natürlich hier auch noch auf der Rückseite zur Geltung. Und wir haben hier einen Zettel. Hier lesen wir auch wieder die Orsons. Und das Ganze ist 100% Baumwolle. Dunkelfarben separat waschen, vor dem ersten Tragen waschen. Okay, also ich werde dieses Handtuch nicht tragen, aber eventuell nehme ich es mal irgendwo hin mit, an den Badeteich, in den Urlaub, ans Pool, wohin auch immer. Und dort wird es dann zum Einsatz kommen. Fühlt sich auf jeden Fall gut an. Dann haben wir eine Postkarte. Und zwar sieht die so aus. Grüße von Orson's Island. Also, die vier Herrschaften hier in diesem Boot. Und hier, jetzt erkenne ich es, ist eine Dame hier hinten am Wasserskifahren.
Die könnt ihr auch wirklich verschicken, also die ist hier bedruckt mit diesen Linien, könnt ihr dann wunderbar verschicken, wenn ihr das möchtet. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier etwas Persönliches, und zwar ein Tagebuch. 2017 bis 2019 Orsons Island Tagebuch. Jawohl, hier haben wir die Mitglieder, oder was heißt die Mitglieder? Wir haben hier die vier Herrschaften, die Orsons bilden. Und zwar haben wir hier einmal Kaas, dann Plan B bzw. Bartek, Tua und Mekes. Die vier Herrschaften hier in schwarz-weiß abgelichtet. Was lesen wir hier noch? Ja, hier haben wir in diversen Schriftarten Orsons Island. So sieht das Ganze von hinten aus. Und dann schauen wir einfach mal hinein. Also hier haben wir diverse Fotos in Farbe. Ja, also sieht nach bewegter Zeit aus. Und dann haben wir hier noch so sprachliche Ergüsse der vier Herrschaften, die hier scheinbar echt viel rumgekommen sind. Moment. Ah ja, okay. Und hier könnt ihr dann den Orsons beim Urlaub machen oder beim Albumprozess zusehen. Ja, hier gibt es auf jeden Fall eine Menge zu sehen und auch ziemlich viele Seiten. Jawohl, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Tagebuch mit einigen Texten und vielen, vielen Fotos. Dann haben wir hier das Nadel- und Luftballonset zum Platzen lassen eurer Träume. Es sind hier 2, 4, 6, 8, 10, 12 Luftballons in 4 verschiedenen Farben. Dann haben wir mit dabei die Postkarte Grüße von Orsons Island im Querformat, das Riesenbadetuch sowie natürlich das Album an sich. Orsons Island mit insgesamt 17 Tracks. Jawohl. Hoppala. Das alles in dieser wunderbaren Box. Orsons Island von The Orsons. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr The Orsons unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.